Liebe Freunde, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Die Zeit ist vorbei, in der man vertrauensvoll ruhen und an seiner Arbeit nachgehen konnte, nach dem Motto, die in Stuttgart werden schon richten. Zu sehr hat uns diese Regierung zum Narren gehalten. Jetzt ist es Zeit, aufzustehen. Wir stehen auf für einen Bildungsplan, der Kinder und Jugendlichen dient und nicht den Sonderinteressen einiger Lobbyisten. Wir stehen auf gegen eine ideologische Unterwanderung des demokratischen Rechtsstaates. Wir stehen auf gegen eine Politik, in der ein kleines Häuflein von Aktivisten die Mehrheit der Gesellschaft nach seiner Meinung tanzen lässt. Wir stehen auf, um Farbe zu bekennen, dass der Staat sich zu seiner kleinsten Zelle von Ehe und Familie bekennen muss, wenn er eine Zukunft haben möchte. Ich war vom ersten Tag an bei der Petitionsinitiative um Gabriel Stengle. 8 Monate lang haben wir geduldig auf Schwachstellen im Bildungsplan hingewiesen, das direkte Gespräch gesucht und auf Antworten dieser Regierung gewartet. Bürgerbeteiligung und Politik des Gehörtwerdens schrieb sich einst diese Regierung auf die Fahne. Selten hat eine Petition der Argumente so viele Menschen bewegt wie vor einem Jahr. Aber selten hat eine Landesregierung so arrogant und verächtlich reagiert wie Rot-Grün. Noch seltener hat ein Petitionsausschuss so dilettantisch geantwortet, indem er 5 von 7 Punkten komplett ignorierte. Eine Politik des Überhörtwerdens nennt man so etwas. Wie will diese Regierung Akzeptanz in den Schulen einfordern, wenn sie nicht einmal in der Lage ist, grundlegende Rechte von Fairness und Toleranz gegenüber denen zu gewähren, die nicht gleich nach ihrer Pfeife tanzen? In 35 Dienstjahren durfte ich als Lehrer Generationen von Schülern begleiten. Ich kann bestätigen, was empirische Studien seit Jahren belegen. 89% aller jungen Menschen wollen die verbindliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, aus der Kinder hervorgehen. Sie sehen darin Heimat, Sicherheit, Erfüllung und Glück. Aber von einer Pädagogik vom Kind aus, die diese Wünsche aufnimmt, ist bei dieser Landesregierung nichts zu sehen. Genau aber dies ist es, was wir in Kindergarten, Schule und in den Medien heute brauchen. Diese Woche war in Zeitungen von der Forderung nach einem dritten Geschlecht die Rede. Als Naturwissenschaftler rate ich jedem, sich unter einem Elektronenmikroskop den Chromosomensatz von einem Mann und einer Frau anzusehen. Oder auch einen Hirn- oder Bindungsforscher zu fragen. Sie werden nichts von einem dritten, vierten oder fünften Geschlecht hören oder sehen. In den Schulen Baden-Württemberg gilt das Indoktrinierungsverbot. Mit dem geplanten Aktionsplan und den Maßnahmen der Akzeptanz sexueller Vielfalt öffnet aber die Landesregierung eine Tür dafür, dass in den Schulen immer wieder die Intimsphäre der Kinder und Jugendlichen eingegriffen und diese massiv verletzt werden kann.
Sie öffnen eine Tür, dass im Unterricht gegen eine gesunde, altersgemäße Sexualerziehung verstoßen werden kann. Und dies führt dazu, dass Eltern das Vertrauen in staatliche Organe verlieren, weil diese zu ausführenden Werkzeuge einer eigenwillig machtbesessenen Lobby werden. Wir als Pädagogen und als demokratische Bürger dieses Landes gegen die ideologische Umerziehung werden an unseren Schulen Widerstand leisten. Diesen Bildungsplan und Aktionsplan wird die Landesregierung nicht gegen die Mehrheit des Landes Baden-Württemberg durchsetzen können. Helfen Sie uns dabei. Danke.